Wunderschönen guten Morgen. Ich komme direkt von der Nachtschicht und begebe mich jetzt auf den Weg von Chemnitz nach Dresden. Dort treffen wir die anderen Jungs. Und dann geht's weiter nach Prag zum Flughafen. Nice to meet you. Ja, konnichiwa, ja. Achtung. Moment, kurz Aufnahme. Frisch. Das ist eh nicht. Na klar. Das fand schon objektiv nicht drauf. Morgen. Moin, mein Guter. Das ist komplett mal wie im Film, der Junge. Nein. Ah, süß im Haus. Mario, kannst du ruhig noch weiter? Wirklich? Ja. Super, jetzt kommt super aus. Ein bisschen Platz brauchst du noch. Wie gesagt, wir haben das geräumigste Fahrzeug bekommen, was uns Grumma hier zur Verfügung gestellt hat. Ja, die neue ja. T-Klasse. Wir haben von LKWs überholt. Aviatika, dann halb rechts ab. Terminal 2, ja, hier ist die Spur. Was im Auto? Morgens um 8 in Prag. Ganz schön nach vorne. Arschel, Arschel. Kannst du nochmal die Hand schütteln? Komm mal her. Ja, komm mal her. Na, hallo. Schüttel mal die Karre. Ja, mein Bruder. Oh. Jetzt packt auch mal. Wie soll ich mein Gott deutsches Dreck schreien? Von Los Angeles zurück nach Tokio. Natürlich über Europa. Da steht es von selbst 24 Stunden. Ja, aber wir haben so eng zu sitzen. Und machen noch einen Schweif gebucht, durch Australien. Wir haben uns falsch gebucht. Wir haben ein Business gebucht, leider war das Konto nie gedeckt. Ich zeig mal kurz wie. Komplett eingeklemmt, die Hasen. Schön. 12 Stunden. Neben, ey, wirklich, neben Schulter und Schulter hier. Nee, schön, dass ihr Bodybuilding macht. Gefällt mir sehr gut das Training. Ich mache nur Fitness. Ja. Ich grüße euch zu einer neuen Folge. Fliegen mit Rad 48. Also, links neben mir sitzt Mario, der kein G5-Punkt bei Französisch eingestellt ist. Rechts neben mir Bär. Der kommt gewonnen, Stammtisch. Frohlich, wie läuft es bei dir eigentlich? Ich bin aus Versehen auf Französisch gekommen. Jetzt komme ich wieder zurück. Jetzt willst du auf jeden Fall nicht. 4 A wie geladen, A 3,4 bis 200. Steht doch hier. Müsste ich mal mit dem Flieger noch raus. Machen wir das jetzt hier förmlich, dass wir mal ein bisschen quatschen. Die neuen Flieger sind da anders. Das Mensch, das ist aber kein Alter. Ja, grüße dich. Alles gut. Willkommen in Tokio. Sehr nah. Bitte. Hast du jetzt schon was gesagt? Ja, läuft schon. Wir können jetzt mal was sagen hier. Wir sind in Japan. Tokio angekommen. Kleiner Zwischenstopp. Wir fahren jetzt mit dem Shuttle von hier nach, also in Tokio, Narita gelandet. Fahren jetzt nach Tokio Hinada an der Flughafen. Sorry. Oh, Entschuldigung. Und, thank you, yeah. Und von da fliegen wir dann noch mal 1,5 Stunden nach Okayama in den Süden. Und jetzt warten wir auf unseren Shuttle.
Das ist ein ganz witziges Auto, das zeige ich vorlinks gleich mal. Na, gibt's im Kaufhund. Aber vorher müssen wir mal Scheiße, WLAN besorgen. WLAN, na los. Geil ist, edelst. Wir haben, auch Wetter ist richtig gut, 2 Grad, aber es kommt mir vor wie 10 Grad. Wir haben jetzt Wi-Fi, Ninja Wi-Fi heißt das. Und 4G, transportabel, extrem entspannt. Gehen wir mal die anderen Jungs suchen, hä? Rick hat sich das erste Getränk gegönnt. Rick, was hast du gedacht, was es ist? Da grüner Tee drauf. Ja, steht drauf, ja, grüner Tee hier. Das ist lecker. Deswegen, ja. Schmeckt wie Fischöl, oder? Keine Ahnung, wie Fischöl schmeckt, aber... Edel. Ja, gönn dir. Frohs hat sich jetzt den Schinken-Käse-Toast geholt. Sag's nochmal ganz kurz. 1,34 Euro, beziehungsweise 167 Yen. Okay, dann los. Alter, butterweich. Ja, ja. Wir haben auf jeden Fall schon mal den Rand hier abgeschnitten und trotzdem nochmal einlaminiert. Hab ich knapper bekommen. Einlaminiert. Los. Und? Schön trocken, ne? Nein, muss ich einfach so machen, aber... Ja? Schmeckt. Rick, stehst du eigentlich die drei japanischen Zeichen bei dir hinten drauf? Die ist eine Liebe für Katsuki. Achso. Ja, der ist ein Hacker. Oder kick mich. Kick mich könnte auch sein, aber ich glaube nicht. Ah! Ja, extra für uns angefertigt. 48, hallo. Geh jetzt drauf, ja. Was hab ich mein Vorhof mit dem Steinmacher so sagen? Jawohl, Tuning. So, the 12 will be 15. Well, yeah. Oh. Ja, schon ruhig geworden, mein Kollege ist komplett aus der Puste. Die Kamera ist ein bisschen wendiger für den gewesen. Ja. Okay. Alter, zieh dir mal den Spiegel hier vorne rein. Der hat ja nur noch so einen Minispiegel. Ja, der ist für Linkshänder. Ist brutal. Unser Fahrer fährt erstmal einen RX-7. RX-7 am Start. Hat uns erzählt, wo man in Tokio noch ein paar coole Autos sehen kann? Wo vielleicht ein paar illegale Autorennen sind? Ich bin gespannt. Flipflop-Farben. Wow. Nice. Very cool. Thank you. How many horsepowers? 280, just a normal one. Okay. Yeah. You know Katsuki, very nice. You know Katsuki Crossclaw? Yeah, that's Testa Rosa. Okay. Yeah. This guy we meet at Wolfman? Okayama. Okayama. Okay, cool. Yeah. Nice. And then we come to you and we drift a little bit with your RX-7, okay? Daikoku part? Daiko, yeah, it's a, Daiko. Actually, Daikoku, but it's, I think it's the same, yeah. It's the same, yeah? Yeah. Perfect. Thank you. Yeah. Good man. Bye bye, thank you very much. Enjoy. Auf jeden Fall windig hier. Hat niemand gesagt, dass es einfach wird. Ist das hier, guck mal, das ist für Babys zum Halten. Das ist doch geil. Guck mal hier auch nochmal. Mach mal schauen. Hast du schon durch? So geil. Das ist, was es ist, damit du, ja, damit du lospullern kannst. Ich glaube ja. Gehen wir einchecken und dann geben wir uns das Paket auf unser Koffer auf. Na los. Ist doch geil. Probieren wir es mal, oder? Ausbau. So spart man Arbeitsplätze. Ja, mal gucken, ob es geht. Schon eingecheckt. Jetzt müssen wir das Gepäck aufgeben. Darf ich doch? Ja, jetzt reinlegen, ja, quer. Genau. Ja, aber unser nicht, Frohlix. Ja, ja, genau. Tschüss, Koffer. Und tschüss. Ich bin jetzt in B1, da gibt es McDonalds, weil ansonsten denke ich Sushi. Ja, wohl, ist McDonalds hier
McDonald's. Okay. Und was haben wir bestellt? Kannst du ja wirklich nicht mehr sagen. Das sieht ja erstmal ganz gut aus. Vor allen Dingen viel Spaß mit deinem heißen Getränk. Heiß? Klar. Hast du da gesagt, ist heißer Tee? Scheiße. Alter, Lippen-Eistee. Oh, ich liebe meine Cola, danke. Ja, wirklich. Ja. Und noch Lippen-Eistee. Ja. Hat gut geklappt. Am Ziel, Endstation nach 4 verschiedenen Flughäfen. Sind wir in Okayama, das ist südlich Japan. Kazuki ist schon da. Er holt uns ab. Jetzt fahren wir noch eine Stunde mit dem Auto in seine Werkstatt, in die Firma, die hieß Madlane. Du musst aber die Kamera erklären, BR erklären, mein Freund. Ja, können wir machen im Auto. Wir sind ja doppelt unterwegs. Das ist jetzt quasi 3D-Film. Bärchen ist als Second-Kameramann dabei. Ja. Ja, bin ich wirklich gespannt, wie er sich macht. Mhm. Scheiße. Machen wir das. Take it! Hi! Okay! Hi! 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 Hey, Bro, look here! Alter, die Schweller! Boxy! Ich sag mal so, hier kommt das Wort tief durch Spoiler, einen ganz neuen Begriff. Edel, oder? Das ist eine Edel, ist Veroni. Ja. Kazuki, is your car? My family car. My family car? Have you a family? Family car, hast du family? Nee, hab ich nie. That's mom's car? Or? Yeah. From my mom? Or dad? Ah, yes, yes. My dairy car is a Ferrari. No, no, no. Yeah. Prius. Really? Prius or Honda Fit? Do you know? Yeah. Yes. Very small car. Something goes wrong. Oh, oh my god! Whoa, whoa. Oh my god. Oh. 1000 Yen. Damit gucken wir den ganzen Laden jetzt. Na dann los. Ich nehme erstmal ein Stück Käse. Wir sind genau, warte. Zucker, 2,8 Gramm. So geil. Was ist das für eine Maus gefallen? Tentakelfüße oder irgendwas. Du, ich esse was? Du, warte. Nee, ich esse das. Aber du musst direkt das essen. Nee, Hoden. Oh, eingelegte Hüten. Oh, jetzt kann ich das essen. So krank, Alter, guck mal hier rein. Edel. Wirklich, das würde hier niemand erwarten. Kazuki, yeah. I'm at my dream here. My Hi. Friend. Hi. 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 Hey. Hello. Hey, I'm Rick. Hey. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. Nice yeah. to meet Hi. You. Nice to meet you. Nice to meet you. Oh, nice very cool. Is it Paolo Colucci or what? Da denkst du, kommst du her? Ich meine, es ist nicht übertrieben Luxus oder so, ne?
stehen ja schon am Einfahrt, die zwei fetten Karren. Komm einfach mit rein. Hier hängt der Lambo übrigens. Fuck, Alter. Kannst du ruhig mal kurz Oberchef sagen? Nee, das wollte ich. Also Oberchef, ich brauche ein ganz dringend neues Wort. Erik, nochmal ganz neu, ganz unten an. Oberchef. Ja, aber ich brauche ruhig ein neues Wort, weil das ist zu krass. So übel fett, Alter, das ist Wahnsinn. Also, wegen dem Wagen sind wir hier übrigens, weil der hat, der bekommt Räder von uns. Jetzt könnt ihr ja mal gucken. Jetzt ist es raus. Jetzt könnt ihr ja mal gucken, was es ist. Also, es ist wirklich. Ich habe selbst so ein Auto, glaube ich, einmal im Leben live gesehen. Und jetzt haben wir dafür Räder gebaut mit Mario. Das ist der Knaller. Zeig mal. Oh, es ist ein Oberchef. Das Auto hat gerade mal 10.000 Kilometer auf der Uhr und das geile Innenraum, ja, alles Bordeaux, Alcantara. Das ist wirklich originale Sitz, ja. Ja, brutal. Das ist ja oberkrass. Ist das Lamborghini Diablo SV? Genau, aber mit GT Wing und Luftunze hier, so wie ich das gesehen habe. Weil der ist ja normalerweise nie drauf. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ich kenne mich da nicht so aus. Wie ist dein Kenntnisstand bei Luxusrennern? Nicht gut. Exoten sind nicht mal einfach. Also jetzt nochmal, wir sind hier bei Kazuki, bei der Firma Madlane, so heißt die Firma. Und ich habe gesehen, hier war schon mal jemand vor uns da. Voila! Ja. Und krass, also ja, da merkt man gleich, dass der Typ richtig krasse Sachen baut hier. Der hat doch einen 964 da drüben. Aber ich denke, das zeigen wir alles im Raum, ja, oder? Kannst ich denke mal auch, jetzt sehen. Ja. Ja. So Jungs, sagt mal was hier zu unserer Auslese. Oberchef. Okay. Wir haben Dschungel, wir haben Wagyu-Fleisch, undefinierbar und Rück und Berg können hier rauchen. Und das ist geil, ne? Mmh, das sieht wirklich lecker aus. Guck mal hier. Aber guck mal. Wer ist? Warte, ich bin ein bisschen verkrampft. Was ist denn los jetzt hier? Warte, geht los. Wasser schlapp. Komm her, du Lappen. Du kippst den Teller einfach an deine Lippe ran. Ich mach hier drauf. Weißt du? Ja, du auch, komm mal rein. Ist doch nicht dem für die Berg, komm mal rein. Warte mal. Kann ich essen, du? Komm mal rum. Wie gesagt, Berg kann nicht mit Stäbchen essen, sondern nur mit Gabel. Was gibt's bei dir, Kuhmagen? Ich hatte gerade Leber, Kuhmagen, Arsch, Darm. Arsch. Und Häufchen Reis, Autofall, alle. Spannend auch schon, ne? Hm, ein bisschen. Bei dir auch, ne? So los. Ich würde zwei Höchste sehr gut aus. Geht's ja noch. Das Video jetzt, oder? Ja, super. Warte, ich schalte mal auf. Was ist denn? Ich bin so dreckig. Ich bin so ausgehangen.